Hier haben wir den Eugene-Knoten. Das ist ein Angelknoten. Das ist eine starke und sichere Schlinge zum Verbinden von Angeleien unterschiedlichster Stärke mit einem Haken, Wirbel oder sonstigem Angelgerät. Der Eugene-Knoten. Eine Öse mit einem Angelhaken oder wie gesagt sonstige Öse. Die Leine wird durch die Öse geführt und S-förmig oder das Arbeitsende in Form einer Bucht darüber gelegt. Jetzt wird diese Bucht um die stehende Part geturnt, von hinten beginnend, viermal. Einmal, zweimal, dreimal und das vierte Mal. Zusammenziehen, das Arbeitsende von hinten durch das Auge stecken und dicht holen. Wir haben dann gesagt, diese Schlinge, die dann zugezogen wird, um die Leine letztendlich an der Öse, dem Haken zu befestigen. Sehr stabil, der Eugene-Knoten.